Gut, ich gucke jetzt mal nach Hause, weil ich weiß, dass da irgendwann nämlich was passieren wird. Nichts Schlimmes, aber... Wer ist da? Wie bist du hier reingekommen? Ich bin eine Frau mit vielen Talenten. Komm, Kate, setz dich zu mir. Bist du schon lange hier? Ich habe mich schon mit einer Ratte angefreundet. Ein echt süßes Ding. Ach ja, danke. Hätte so gedacht, man kann mit ihr reden. Red mal mit der Therese. Therese. Ich bin echt erschrocken, als ich hier reingekommen bin. Das war mir klar, Curtis. Brichst du öfter in die Wohnungen anderer Leute ein? Nein. Außer wenn ich sie sehr schätze. Ich will nicht unhöflich sein, aber was tust du hier? Naja. Ich bin nicht hergekommen, um zu reden. Curtis. Und weshalb bist du dann hier, Therese? Kapier ich nicht. Ich weiß nicht, wie ich das hier finden soll, Therese. Gut. Oha. Hallo. Ich klick sie einfach mal an. Ich finde, das sind etwas heftig, Therese. Oh nein, heftig? Nein, so weit sind wir noch lange nicht, Curtis. Bleib ruhig. Hat die Schrauben in meine Decke gebohrt? Warte mal, das wollte ich jetzt auch gerade fragen. Erstens hat die Schrauben da hoch. Ihr Speicher mal, genau. Genau. Lebensgefahr. Hat die Schrauben reingebohrt? Und wo hat die das ganze Zeug? Hat die das mitgenommen? Von daheim? Frauenhandtaschen. Stimmt, die sind ja unendlich. Lebensgefahr 2. Also. Fuck. Therese, bitte, ich will dich berühren. Du sollst ruhig bleiben, Sklave. Wenn du nicht artig bist, muss ich dir eben deinen süßen Mund stopfen. Ah, du willst kein lieber Junge sein. Also, wie gefällt dir das hier? Na, sag schon. Nein. Wag bloß nicht, dich zu mucksen. Hast du verstanden? Wag es nicht. Ich glaube, du bist ein braver Junge, Curtis. Ein sehr braver Junge. Ich muss aufrichtig sagen, dass Mr. Warnes gefühllose und unverantwortliche Handlungen sowohl das seelische als auch das physische Wohlbefinden von allen Mitarbeitern eines Unternehmens gefährdet. So. Das dürfte genügen, um dich zur Hölle zu schicken, Warner. Diese alten Bildschirme noch. Ah!
Autsch! Autsch, könnte schmerzhaft sein. Aber wieso hat er schon geblutet vorher? Er hat sich den Kopf jetzt ziemlich böse angestoßen. So. Das, glaube ich, dürfte schmerzhaft. Ne, ich glaube, der hat nichts mehr gespürt. CD Nummer 4. Numero 4. Ich bin mal gespannt, wie Curtis diese Nacht überlebt hat. Das war ja sehr erotisch. Besonders sein untoter Vater, der kam mir irgendwie bekannt vor. Also von, der sah aus wie so ein Sänger von so einer Goth-Rock-Band irgendwie, ne? Nee, ich finde, der sah ein bisschen aus wie der Edward Norton. Ja, oder so. Aber okay, weiter geht's mit CD4. Wie viel Zeit haben wir eigentlich gerade auf dem Konto? Warte mal, wir haben eine, nicht mal noch, glaube ich, eine Dreiviertelstunde. Okay, nee, dann machen wir jetzt einfach mal weiter. Schauen wir mal. Hallo? Guten Morgen, Mr. Craig. Hier ist Rosaline von Wimtec. Ich soll alle Angestellten anrufen und ihnen sagen, sie können heute zu Hause bleiben. Wieso? Es ist wieder jemand ermordet worden, Mr. Craig. Wer? Wer ist es? Das darf ich Ihnen nicht sagen, Mr. Craig. Verflucht nochmal, wer? Wer ist es? Mr. Craig. Genau, die, wo jetzt kommt, die kann meinen Namen nämlich auch nicht richtig aussprechen. Ist das auch eine Polizistin? Nee, das ist die Polizistin. Das ist am Telefon bei einer vom Winter, so. Sekretärin gerade eben. Wo waren Sie gestern Abend, Craig? Oh, freut mich, Sie wiederzusehen. Kommen Sie doch rein. Mr. Craig. So, dann lassen wir uns mal verhören. Was haben Sie gestern zwischen 8 Uhr abends und Mitternacht getan? Ich war hier. Zusammen mit Therese Banning. Wirklich? Und wann ist sie gegangen? Keine Ahnung. Spät. Ich... Ich bin eingeschlafen und heute Morgen war sie weg. Wo ist sie jetzt? Das weiß ich nicht. Craig, ich habe sie gefragt, wo sie jetzt ist. Ich weiß es nicht. Vermutlich zu Hause, aber ich weiß nicht, wo sie wohnt. Craig. Curtis Craig. So, dann schauen wir mal, was da an der Decke passiert, oder? Da wobbelt das so ziemlich freundlich rum. Sie wissen nicht, wo Ihre Geliebte wohnt, Mr. Craig? Wieso nicht? Sie ist nicht meine Geliebte. Wirklich? Dann müssen Sie sehr gut mit ihr befreundet sein. Schon? Mr. Craig, kennen Sie irgendjemanden, der Tom Ravel gehasst hat? Tom hat sich gestern heftig mit Paul Warner gestritten. Die beiden haben sich regelrecht angebrüllt. Wirklich? Worum ging's? Um Sie, Detective. Und darum, dass uns Warner am Tag nach Bobs Tod wieder arbeiten ließ. Und wieder klicken. Wissen Sie was, Craig? Ich bin der Ansicht, dass mit Ihnen irgendetwas nicht stimmt. Ich freue mich auf den Tag, an dem ich Sie kriege. Aber dummerweise habe ich nicht genügend Beweise. Noch nicht. Sie sind ein Wahnsinniger. Und wenn Sie schuldig sind, Craig, dann werde ich Sie finden. Egal, wo Sie sind. Egal, unter welcher Mülltonne Sie sich verstecken. Bloß nicht den Hallo, Kopf verlieren. Verstehen Sie mich? Ach, verdammt. Ich mag die nicht. Die? Ja, die ist unsympathisch. Okay. So. Razzi, Bücher. Mal die Standardroutine, genau. Blob. Ich würde wirklich gern wissen, was los ist, Blob. Ich weiß, du bist meine süße Ratte.
meine wunderschöne Ratte. Geht nochmal, ne? Geht nochmal, stimmt. Hey, was isst du da, Blob? Siehst dir an! Gesund. Viel Protein. Bücher. Ja. Die haben kein Protein. Kreative Nutzung des Elektro-Tackers? Köpfe einschlagen leicht gemacht? Verdammt! Das ist nicht wahr. Wie viele neue Bücher der immer hat. Jetzt frage ich mich, ob wir bei der Ärztin anrufen können, weil sie gesagt hat, wir können jederzeit anrufen. Ja. Und es geht. Praxis Dr. Harburg, was kann ich für Sie tun? Ja, hi. Hier ist Curtis Craig und ich wollte fragen, ob Dr. Harburg heute Zeit für mich hätte. Ich habe da ein paar Probleme. Ich sehe mal nach. Dr. Harburg hat heute sehr viel zu tun. Oh, Sie haben Glück. Heute Nachmittag um 3 ist ein Termin frei geworden. Den könnten Sie übernehmen. Sehr gut. Danke, vielen Dank. So. Dass da immer jemand abspringt. Noch irgendwas? Briefe. Post, ne? Post, ja, genau. Der kriegt aber echt eine Menge Briefe am Tag. Pff, alles Rechnungen. Ganz normal. Werbung. So. Komm heute Abend ins Borderline, Curtis. Diesmal kriegst du 100%. Wagst du es, Darling? Therese. Auf was habe ich mich da eingelassen? Lieber Curtis, ich hasse dich. Du hast mich umgebracht. Deine bloße Existenz ist widernatürlich und ekelerregend, dass ich kotzen muss, wenn ich bloß an dich denke. Ich hätte dich bei der erstbesten Gelegenheit töten sollen, aber ich komme wieder und diesmal. Könnte von seiner Mutter stammen. Relax. Ich hasse es, wenn irgendwas auf Augen geht. Das ist irgendwie voll widerlich. Das geht bei mir mit dem Knie so. Blablabla. Gut, das haben wir gerade eben angeschaut von der Therese. Genau. Genau. Stand nicht, traust du dich, Darling? Stimmt, ja. Ja, ne? Egal. Ist das ein Zeit für einen Cut? Ja, ja. Genau. Warum auch nicht? Wie viel ist es ungefähr? Kann man haben. Vielleicht 50, ich weiß es nicht. 50, so Standard, ne? Alles klar. Gut. Perfekt, dann Cut nämlich. Wir sehen uns bald wieder. Moment, ich mach nur ein weiter 4 draus. Mach das. Ein bisschen was ist ja wenigstens passiert. Huch. Und gegen Ende können wir, wie du schon gesagt hast, sehr oft sterben. Das wird noch eine lustige Sache. Gut, dann wünschen wir euch noch einen schönen Wochenstart. Und ja, viel Spaß. Genau. Wie gesagt, am Mittwoch oder so oder Donnerstag werden wir wieder den nächsten aufnehmen, weil da hab ich frei, Busa. Ah gut, okay. Deswegen. Gut zu wissen. Ja. Ja, währenddessen schaue ich das in Crusader hochbekommen. Du machst ja auch gerade dein Drama Mystery. Sollte gefüllte Woche werden. Ja. Gut. Also dann. Mach's gut. Ciao. Ade.